Hey Freunde, ich begrüße euch zu einem klein angespielt bzw. Überblick-Video zu Media Molecules Tearaway, ein Spiel, das heute im PSN und Freitag dann auch im Einzelhandel für die PlayStation Vita erscheinen wird. Vita werdet ihr sagen. Da sehen wir nicht so häufig Sachen zu, stimmt, aber zu Perlen muss man einfach ein bisschen was bringen. Und ich denke, viele von euch werden zu Tearaway schon mal was gehört haben, denn es war so ein bisschen der große Buzz auf der Gamescom 2012, als das Spiel zum ersten Mal vorgestellt wurde. Little Big Planet Macher haben neue Spiele rausgebracht. Das war eh schon eine Newsmeldung für viele wert, aber dass dieses Spiel diesen sehr speziellen Artstil hat, also in dieser Papercraft-Welt, das hat zu Recht Spieler und Journalisten begeistert. Und jetzt ist es so, Tearaway ist ab heute erhältlich, wie gesagt, knapp 30 Euro, Vita-exklusiv, und auch wenn es nicht unbedingt meinem Qualitätsstandard entspricht, Dinge von Konsolen abzufilmen, geht es bei der Vita natürlich leider nicht anders. Wenn wir also gleich ins Spiel springen, werdet ihr abgefilmtes Material sehen. Ich werde dazu natürlich weiter was erzählen, weil Tearaway ist ein Spiel, was vielleicht bei vielen untergehen dürfte, aufgrund der Tatsache, dass es zum einen auf Vita erscheint und nicht jeder hat eine Vita, wobei ich sagen muss, Tearaway ist einfach ein Systemseller in meinen Augen. Und zum anderen, wir sind alle momentan ein bisschen im Next-Gen-Wahn, da kann so ein Spiel schnell mal untergehen, und ich will zumindest meinen Bildungsauftrag nutzen und euch dieses wunderbare Spiel ein bisschen näher bringen. Und wir hören zum Start jetzt mal in die ersten Spielminuten rein, die ich aufgenommen habe. Willkommen auf meinem Schreibtisch, liebe Freunde. Dadurch, dass ich natürlich die Vita aufnehme, kann ich die Kamera-Features gerade nicht so nutzen, wie ich sie nutzen sollte, aber... Jetzt wird es Zeit, unsere Welten zu vereinen. Aber dieses Kamera-Feature ist sehr wichtig, denn wir sehen es ja schon. Unsere Welten... Eine Einladung aus unserer Welt an deine. ...sind quasi verbunden, und wir springen jetzt durch meine Tischdecke hinein in die Welt. Die neue Geschichte. Willkommen zu Tearaway, Freunde. Diese Geschichte braucht einen Helden. Oder Heldin. Wir wählen mal den Helden. Aus der Nachricht muss jetzt ein Kurier werden. Willkommen in der Welt von Tearaway, und eines der Features des Spiels sehen wir jetzt schon, denn durch den Rear Touch, der sehr intensiv im Spiel benutzt wird, können wir Iota helfen. Und es geht allgemein darum, Iota auf seiner Reise zu begleiten, ihm zu helfen. Während er jetzt hier natürlich noch nicht von uns gesteuert wird, sondern während wir natürlich nur dadurch interagieren, dass wir unseren Finger nutzen mit dem Rear Touch, ist es dann tatsächlich so, dass wir die komplette Kontrolle bei Iota haben. Es ist ein relativ klassisches Adventure mit Hüpfen, Springen, durch die Gegend rollen, ausweichen, Gegner erledigen.
wo aber halt immer wieder unser Eingreifen nötig ist, denn unsere Welten, wie wir es ja erfahren haben, sind verbunden und wenn meine Vita anders stehen würde, hättet ihr mich auch anhand der Kamera ständig gesehen. Das geht leider nicht bei der Aufnahme, deswegen konnte ich nur winken, Freunde. Ja, zumindest meine Lampe wurde entdeckt. Die Bühne ist bereit. Die Darsteller ausgewählt. Deine Rolle ist es, Jutta zu leiten. Hilf ihm, die Nachricht zu überbringen. Das Ziel ist die Sonne. Viel Glück. Ja, wie wir hören, geht es darum, Jutta auf seiner Reise zu helfen. Und ich bin jetzt mal kurz in einen anderen Level gesprungen, denn auf unserer Reise mit Jutta geht es nicht nur darum, ihm zu helfen, sondern es geht teilweise auch darum, kreativ zu werden. Und das ist ein, sehr interessantes Feature, was wir natürlich bei Media Molecule eigentlich erwarten könnten, die ja uns Little Big Planet in den letzten Jahren gebracht haben. Das heißt, bevor ich euch gleich die einzelnen Gameplay-Elemente so ein bisschen zeige, auch wenn wir hier schon sehen, wie ich hier schön durch die Gegend rollen kann, will ich euch erstmal so ein bisschen die Anpassungsmöglichkeiten zeigen. Denn das ist so ein bisschen, ich sag mal, fast eines der Highlights des Spiels. Denn wir können Dinge erschaffen, wir können den Messenger nach unseren Bedürfnissen anpassen. Ihr seht das hier, wir haben die freie Kontrolle über ihn, wie er momentan aussieht, das habe ich gemacht. Also ich habe ihm diese Narbe ins Gesicht gemalt, ich habe ihm den Goatee gemalt, ich habe ihm ich nenne es mal die Anzugjacke gemacht. Ich kann den komplett anpassen, indem ich die Augen rausnehme, indem ich ihm andere Teile anhefte. Anders kann ich das an der Stelle nicht sagen. Im Verlauf unseres Abenteuers sammeln wir sogenannte Schnipsel, die schalten dann nach und nach Gegenstände frei. Beziehungsweise können wir für jeweils 100 Schnipsel dann immer Gegenstände kaufen. Wir können aber auch, und das ist relativ cool, eigene Gegenstände erschaffen. Ihr seht das ja zum Beispiel mit der Narbe, die habe ich erschaffen. Ich zeige euch mal, wie das zum Beispiel aussieht. Hier seht ihr einige der Gegenstände, die ich bisher erschaffen habe. Hier so einen kleinen Bart, ich habe eine Krone erschaffen, die kann ich, zack, draufziehen. Könnt ihr größer, könnt ihr kleiner machen, je nachdem, wie ich es haben möchte. Und ich kann dann, wie gesagt, auch selbst reingehen und Gegenstände komplett mit Papier erschaffen in dieser Papierwelt. Das heißt, wir haben oben diese unterschiedlichen Papierfarben. Ich schnapp mir dann mal irgendein, ich mache jetzt mal, auch wenn wir gerade eine Krone gesehen haben, ich kann halt irgendwas erschaffen. Alles, was hier drauf ist, ich nehme mir so ein Stifttool. Das ist, glaub mir, es ist deutlich einfacher, wenn ich jetzt hier besser die Kamera im Griff hätte. Also wenn das momentan jetzt nicht schön ist, was ich hier mache, liegt es wirklich daran, dass ich, so über Kopf quasi ein bisschen aufnehme. Ist nicht besonders angenehm gerade, aber ihr seht, was einfach gemeint ist. Also ich kann hier Dinge ausschneiden, was ich nicht haben will, lebe ich vom Zeichenblock runter, kann dann hier noch, so kleine, so ein paar Diamanten oder sowas kann ich herstellen, dass die auch noch ausschneiden. So, ziehe die auch noch hier mit auf meine, ist natürlich komplett geil, so ein bisschen Fummelei zu machen, wenn man so schlecht auf sein Gerät gucken kann. Wie gesagt, wenn ich fertig bin, kann ich jeden Gegenstand, den ich erschaffen möchte, kann ich erschaffen, kann den ins Spiel übernehmen. So, also wir sagen jetzt, ich bin mit der Schöpfung zufrieden. Wir sehen, da oben poppt diese neue Krone auf und ich kann die hinsetzen, wo ich möchte. Also sehr kreativ, alleine vom Ansatz her. Und das ist eine Sache, die spricht nicht nur Little Big Planet Fans an, denn ich meine, wir haben alle geliebt, unsere Sackboys anzupassen, aber hier in dieser Papierwelt unterwegs zu sein, die als erstes muss man mal sagen, wunderschön ist, ihr seht das hier schon, das ist alles halt aus Papier erschaffen. Es hat einfach einen Look, den wir in dieser Art und Weise irgendwie selten gesehen haben. Ich meine, allein das Wasser unten, wir sehen es hier in diesem Überblick. Es ist einfach ein richtig schönes Spiel, anders kann man das nicht sagen. Und jetzt kommen wir ein bisschen darauf, worum es eigentlich so geht im Spiel, denn ich habe es ja schon mal erwähnt, das ist eigentlich ein waschechtes Adventure. Das heißt, wir begleiten Jutta auf seinem Weg zu uns. Also Jutta versucht uns im Spiel eine Nachricht zu überbringen. Und deswegen wird ja auch immer wieder so eingeblendet, dass er uns quasi gesehen hat. Wir haben ihn gesehen. Ich springe hier mal in einen anderen Level, weil hier kann ich euch gleich mal ein bisschen so einige der Jump-and-Run-Szenen zeigen. Auch wenn das, wie gesagt, verdammt schwer ist, wenn man hier aufnimmt. Ihr wisst, die Qualität ist nicht so toll, wie ich sie gerne hätte, aber es geht dann leider nicht direkt ein Feed von der Vita abzugreifen. Aber im Grunde genommen haben wir ein relativ klassisches Adventure. Wir reden mit Leuten, wir versuchen denen zu helfen. Wie das aussieht, werden wir gleich auch noch sehen im Video. Wir müssen
ja, Hüpfpassagen erledigen, wir müssen Kämpfe überstehen, die dann auch nicht immer nur in der Art ablaufen, dass man irgendwie den Rear- oder Front-Touch benutzt, sondern die dann schon relativ klassisch mit, wir weichen Gegnern aus, wir sammeln sie auf, wir werfen sie weg, also wir gehen zum Angriff über. Da gibt es so viele tolle Möglichkeiten und für mich ist es, ich bin da ganz ehrlich und ich habe in diesem Jahr viel gespielt, aber für mich ist es eines der besten Spiele des Jahres, plattformübergreifend. Also es ist teilweise schade, dass wir dieses Spiel niemals auf einer anderen Plattform als der Vita sehen werden, weil es ist einfach nicht möglich, weil das Spiel so stark auf diese Touch-Elemente zugreift. Und das ist schon eine Sache, die, ja, während ich euch hier zuwinke, das ist schon eine Sache, die sollte man nicht außer Acht lassen, weil es bringt dem Spiel auch was. Also es hilft dem Spiel wirklich, eine Verbindung aufzubauen, dass diese Touch-Elemente drin sind. Denn jetzt nicht nur wie hier, dass wir dann zum Beispiel, ihr seht es jetzt hier, wir haben ein Element, da sehen wir so eine Art Daumenabdruck. Das heißt, hier können wir mit interagieren, weil hier kommt unser guter Iota nicht weiter. Das heißt, wir müssen das hier zum Beispiel umlegen, können es aufstellen, machen ihm quasi den Weg frei. Das geht natürlich deutlich flüssiger, deutlich zügiger, wenn man hier nicht eine Kamera hält und nebenbei noch ein bisschen aufnimmt. Aber wir helfen Iota quasi auf seiner Reise durch diese Welt überall hin. Wir greifen direkt in die Welt ein, was wir anfangs gesehen haben bei diesen Kämpfen, dass wir dann mit unserem Daumen sozusagen reingehen. Das nutzen wir auch häufig mal, um Rätsel zu lösen, wo wir dann Dinge aus dem Weg schieben müssen. Also man entwickelt schnell eine Verbundenheit zu diesem Charakter. Und das ist was mir sehr gut gefällt. Das ist besser, als wenn ich nicht eingreifen würde. Das ist zwar unglaublich lustig oder kitschig, sieht es aus, wenn man mit dem Finger irgendwie in die Welt greift, aber es hat auch irgendwie was. Hier sehen wir jetzt zum Beispiel eines der Elemente, dass wir irgendwelchen Leuten helfen sollen. Ich habe diese Quest schon mal gemacht, deswegen wird uns jetzt hier direkt die Möglichkeit angeboten, was zu ändern. Denn hier kann man zum Beispiel mit der Kamera, anfangs ging es darum, dass der Elch hat sich so ein bisschen ausgestoßen gefühlt, weil sein Fell nicht so schön war wie das andere. Deswegen sollten wir ein Foto machen, das habt ihr jetzt gerade gehört. Ich habe mal ein Foto vom Witcher 3 Aufkleber gemacht auf meinem Notebook und schon ist der auf seinem Rücken und er freut sich und denkt, er ist viel schöner als alle anderen. So schöne kleine Elemente, die man nutzen kann und genauso dann natürlich, es ist ein waschechtes Jump'n'Run, was irgendwo in dem Spiel drin steckt und das finde ich persönlich sehr angenehm, denn auch zum Beispiel diese Schneeflocken, die hier fliegen, die habe ich geschaffen. Es ging darum, dass in diesem Schneelevel anfangs kommt man hin und dann wird gesagt, oh, es schneit ja gar nicht und kannst du nicht eine Schneeflocke kreieren und wir kreieren dann eine Schneeflocke und seitdem fliegen diese Schneeflocken hier rum, die ich erstellt habe. Ich finde es so ein fucking kreatives Spiel, wie ich es selten erlebt habe. Das schlägt selbst alles, was irgendwie Little Big Planet in den letzten Jahren gemacht hat. So, wir springen jetzt nochmal ganz kurz in einen anderen Level rein. Und da werde ich euch dann gleich nochmal so eines dieser, ja, man tut sich mal schwer damit Rätsel zu sagen, wenn man irgendwelche Sachen machen soll, aber in der Zeit kann ich noch ein bisschen drüber sprechen und zeigen, wieso die einigen der Aufgaben sind, denn ihr bereist halt diese Welt, ihr trefft auf Leute, die haben Probleme, die müssen gelöst werden und viele dieser Probleme werden halt damit gelöst, dass ihr für diese Leute Gegenstände erschaffen müsst, also sowas wie, ihr trefft ganz zum Anfang Eichhörnchen, den Eichhörnchenkönig, der sagt, oh, meine Krone ist abhanden gekommen und kannst du mir nicht helfen, Iota, und dann zückt ihr halt euren Block und dieses Zeichenpapier und erschafft ihn eine Krone, setzt ihm die auf und er ist froh und gibt euch ein Geschenk und ihr kommt weiter und er hilft euch im Verlauf der Reise. Also wir sind sozusagen dafür verantwortlich, dass diese Welt neue Geschichten erlebt und ja, ich meine, schaut euch diesen Artstil alleine mal, also allein das mit dem Wasser hier, wenn man sich nicht in dieses Spiel direkt verliebt, alleine aufgrund der Optik, dann scheint man innerlich irgendwie ein bisschen tot zu sein. Guckt euch das mal an, wie toll das alles aussieht. Da könnte ich stundenlang stehen und und staunen und ja, so begeistert sein. Es ist herrlich. Und was natürlich auch cool ist, dass diese ganzen Papercraft-Modelle in diesem Spiel, so zum Beispiel auch Iota, im Verlauf des Spiels können wir Dinge fotografieren. Und bestimmte Sachen, die wir fotografieren, schalten dann wirklich Papercraft-Modelle frei, die wir uns ausdrucken können außerhalb des Spiels. Und das zeige ich euch am Ende, weil ich habe das schon mal gemacht. Und kann die dann zusammenkleben und kann sich quasi diese, ja, fast die komplette Welt kann man sich tatsächlich offline erschaffen. Und das ist natürlich ein sehr motivierender Nebenanreiz zu einer tollen Geschichte. Denn ich meine, was bringt das alles, wenn das Spiel nicht gut wäre? Aber das Spiel ist fantastisch. Und wenn ich dann rausgehen kann und ich bastel mir selbst so ein paar dieser Papercraft-Modelle, ich finde das ja einfach ziemlich abgefahren. So, wir sehen jetzt mal kurz eine dieser weiteren Aufgaben, wo es jetzt darum geht. Wir sind gerade in so einem Hafenviertel und
sehen hier, da ist nur Zutritt für Mitglieder, die eine herzförmige Mitgliedschaftstätowierung haben. Also müssen wir eine Tätowierung kreieren. Steht ja unten drunter, kreiere ein Herz. Also schnappen wir uns das rote Papier, malen hier mal ein Tattoo drauf, beziehungsweise erschaffen uns mal ein schönes Seemanns-Tattoo. Hau, 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 hau. Und eine Bulle voll rum. So, wenn das übrigens gerade alles ein bisschen crappy aussieht, was ich hier mache, ist nicht, wie gesagt, wirklich daran, ich sitze hinter der Kamera, als ich diese Sachen aufgenommen habe und habe dann irgendwie so einen Meter nach vorne gegriffen. Also es war nicht unbedingt optimal. Wenn man es selber spielt, ist natürlich die Steuerung deutlich intuitiver und deutlich besser. Das muss an dieser Stelle einfach gesagt werden. Also nur weil ich hier gerade jetzt crappy einen Pfeil zeichne, heißt das nicht, dass ihr auch crappy einen Pfeil zeichnet. Und man muss natürlich auch keinen Stylus nutzen, den nehme ich, weil ich damit besser drankomme fürs Video und ist einfach ein ganzes Stück angenehmer. Und wie gesagt, alles, was halt auf dieser Zeichenfläche am Ende liegen bleibt, wird dann sozusagen für euren Create-Modus oder für das Item, was ihr gerade erstellt, benutzt. Und ja, man kann so kreativ werden. Also Leute, die wirklich... Ihr könnt natürlich alle Farben nutzen, ihr könnt alles übereinander legen, ihr könnt wirklich so coole Sachen erschaffen. Deswegen mache ich jetzt nicht einfach nur ein Herz, sondern ich mache einfach mal ein Herz mit einem Pfeil mittendrin als Tattoo. Und ja, also der Kreativität sind hier echt mal wieder kaum Grenzen gesetzt in diesem Spiel. Also wer Media Molekül irgendwie kennt, der weiß, was einen hier erwartet. Und ja, so löst man nach und nach Aufgaben und es ist einfach... Es ist ein tolles Spiel. Wie gesagt, viele Spiele, die auf der Vita erscheinen, da kennen wir es. Es ist relativ nervig, den Rear Touch, den Front Touch zu nutzen. Man möchte ja eigentlich nur spielen, aber hier fügt es sich so logisch irgendwie ins Spiel ein, dass man sich denkt, ach, warum nicht häufiger so? Also ich habe ja nie das Gefühl gehabt, das ist irgendwie störend oder irgendwas, sondern ich habe ganz im Gegenteil immer so das Gefühl, ach, ich möchte mehr davon haben, mehr von diesem Spiel und... Es ist einfach fantastisch und mit 30 Euro auch nicht besonders teuer und es bietet einfach so viel und diese Reise ist so wunderschön. Man kann, also es wird natürlich hier so abgefilmte Szenen werden irgendwie dem nicht gerecht und ja, würde die Vita direkt einen Feed anbieten, hätte ich da schon längst eine Videoreihe zu gemacht, weil, wie gesagt, ich sag nicht leichtfertig, dass irgendwas für mich ein Spiel des Jahreskandidat ist, aber Tearaway ist für mich einfach so, was das betrifft, ganz, 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 ganz weit oben. ich werde euch jetzt mal, wie gesagt, weil ich habe nicht mehr Miomatze aufgenommen, werde ich jetzt mal ein paar Screenshots noch zeigen, während ich noch ein bisschen über das Spiel rede. Also, die Frage ist natürlich, erstmal so, Vita-Besitzer, die sich fragen, soll ich mit Tearaway kaufen? Die Antwort ist ja. Da gibt's gar kein Wenn und Aber. Das liegt natürlich zum einen daran, dass wir nicht so viele AAA-Titel momentan sehen. Oder, was heißt AAA-Titel? Aber dass wir nicht so viele hochkarätige Titel sehen. Und Tearaway ist einfach eines der besten Vita-Spiele, wenn nicht sogar das Beste. Wobei ich mich da mal schwer tue, weil Persona 4 ist ja so mein persönlicher Favorit. Aber es ist einfach eines der besten Spiele auf dieser Plattform. Und da nimmt man gerne mit und sollte mitnehmen, was man kriegt. Auf der anderen Seite ist es einfach so eine tolle Geschichte. Also wir sind... Es fühlt sich einfach nicht so wie so ein Spiel an, was aufgesetzt diese kreativen Elemente hat, sondern ganz im Gegenteil, du bist unterwegs und du erlebst so eine tolle Geschichte, die auch viele Wendungen hat. Gut, ich will nicht so wegnehmen, aber du erlebst so zwei, dreimal so Elemente, wo du denkst, also ich spiele es jetzt seit 2 Wochen, deswegen wundert euch nicht, das Spiel kommt heute, beziehungsweise am Freitag offiziell raus. Ich habe meine Version schon vor 2 Wochen bekommen, deswegen darf ich schon ein bisschen zocken und es ist einfach so eine Sache, es ist, wenn das auch ohne diese Touch-Elemente, es wäre so ein fantastisches Spiel, aber die Touch-Elemente werten das Spiel so auf und ich hätte niemals gedacht, dass ich das über ein Spiel sage, was Touch hat, wo ich immer denke, oh Gott, jetzt wieder drauf touchen, jetzt wieder Touch nutzen. Hier ist es so, ich denke mir, puh, das passt einfach rein und diese Verbundenheit der Welten und du schaust ja ständig, wenn man die Vita richtig hält, anders als das, was ich gerade gemacht habe, du schaust ja wirklich in diese Welt rein und du baust so eine Verbindung zu diesem Charakter auf. Wir werden mit Sicherheit in meinem Podcast drüber reden, aber für mich wirklich eines der ganz großen Spiele in diesem Jahr, größer als die Vita eigentlich, als wir es auf Vita kennen eigentlich, weil es ist fantastisch und ich habe es ja schon erwähnt, wir können da tatsächlich über die Webseite diese Papercraft-Modelle, die wir im Spiel freischalten, ausdrucken, können die kreieren, ihr seht jetzt hier einen Screenshot von einem, den ich erstellt habe, diesen Eichhörnchenkönig und es macht einfach so einen Spaß und wie gesagt, was sind 30 Euro für ein Spiel, was euch so viele Stunden Spielspaß bietet, wo vermutlich irgendwann mal DLC kommt. Wie gesagt, ich konnte euch jetzt nicht die Kämpfe zeigen, abgesehen von dieser Anfangsphase, wo ich mit dem Finger durchgegangen bin, wie gesagt, in der Regel sind Kämpfe, es kommt zwar in Kämpfen da mal, je nach Gegnertyp, mal
davor, dass ihr nochmal den Front-Touch nutzen müsst oder den Back-Touch, aber im Grunde genommen laufen Kämpfer noch wirklich komplett in-game ab. Also ihr geht Gegner aus dem Weg, ihr rollt die über den Haufen oder. Also so viele unterschiedliche Gameplay-Elemente. Es gibt Rennen in dem Spiel. Es gibt, du hast ständig irgendwie das Gefühl, dass eine neue Idee auf einen zukommt, und es hat sich definitiv gelohnt, ein Jahr oder anderthalb Jahre auf das Spiel zu warten, weil ja, es ist fantastisch geworden, und ich hoffe, das schlägt sich in den Wertungen aus. Wie gesagt, die Reviews dürften heute alle online gehen, da das Embargo heute gefallen ist, und ja, schaut ruhig mal rein. Wie gesagt, ich denke, die andere großen Seiten werden vielleicht direkt Feed zum Spiel anbieten. Ich persönlich bin begeistert und weiß nicht, wie es anderen da gehen wird, aber für mich ein Kandidat zum Spiel des Jahres, was sogar viele große Konsolentitel locker in die Tasche steckt, Freunde.